In diesem Video möchte ich das Prinzip der sukzessiven Verfeinerung vorstellen und wie wir das zur Gestaltung von Aufgaben, aber vielleicht auch Arbeitsblättern nutzen können. Wir schauen uns zunächst mal ein konkretes Beispiel an, ehe ich auch darauf eingehe, wer die Urheber auch dieses Prinzips sind. Wir gucken uns die Ziele des Prinzips an und natürlich die Merkmale, übertragen das Ganze auf ein weiteres Beispiel und wagen einen Ausblick auf eine Argumentationsaufgabe, wo aber auch Rechenanteile enthalten sind. Damit starten wir und dann gucken wir uns das Ganze an. Bei der sukzessiven Verfeinerung nehmen wir eine Aufgabenstellung oder ein Problem, das wir also, wie der Name schon sagt, sukzessive verfeinern. Eine typische Aufgabe, die man auch in Schulbüchern findet, ist hier zu entnehmen. Ein Auto fährt mit 54 km pro Stunde, es wird ein Hindernis bemerkt und es wird abgebremst bis zum Stillstand und wir haben eine mittlere Bremsverzögerung von minus 4 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Berechnen Sie die Länge des Bremsweges. Dass das gängige Aufgabenstellungen sind, kann man also hier diesen beiden Quellen entnehmen. Ja, was macht man dann in einem ersten Schritt? Man löst erstmal die Aufgabe für sich und Sie sehen, dass ich mir die einzelnen Schritte alle notiert habe, die für mich wichtig sind und habe mit gegeben und gesucht angefangen und habe meine Größen in die Basiseinheiten umgewandelt und möchte jetzt den Bremsweg berechnen. Dazu musste ich in einem ersten Schritt mein TV-Gesetz nutzen und nach der Zeit auflösen, also der Bremszeit, komme da auf 3,75 Sekunden und kann das dann in mein TS-Gesetz einsetzen, sodass ich auf 28 Meter komme. Ich habe also Teilschritte identifiziert und hier nun auch markiert in einem ersten Schritt die Umwandlung des Tempos in Meter pro Sekunde, dann die Angabe der Bremsverzögerung, was hat es damit eigentlich auf sich und dann die Ermittlung der Bremszeit, bezogen auch auf die Endgeschwindigkeit oder das finale Tempo und dann in einem letzten Schritt die Bestimmung des Bremsweges. So, was ist das Ziel dabei? Also bis jetzt haben wir ja einfach nur so eine klassische, ich nenne das mal Rechenaufgabe gelöst und noch nicht viel geleistet. Wir würden aber gerne solche reinen Einsetzaufgaben vermeiden, wo der Schüler also im Prinzip nur eine verkleidete Mathematikaufgabe hat. Wir möchten also keine zerrechnete Physik. Wir wollen das Ganze ein wenig einkleiden und wollen es spannender werden lassen und natürlich den physikalischen Gehalt herausschälen. Und wollen natürlich dazu beitragen, dass auch Problemlösefähigkeit oder entsprechende Kompetenzen da geschult werden. Und dazu nutzen wir das Prinzip der sukzessiven Verfeinerung. Das heißt, unser Ausgangsproblem wird in Teilprobleme zerlegt. Und zwar so, dass es dann erleichtert wird, eigenständig die Problemlösung zu entwickeln. Der erste Schritt ist also immer, wir brauchen eine brauchbare und natürlich spannendere Anfangsbeschreibung. Wir hatten hier eben eine Anfangsbeschreibung, die sehr innerphysikalisch war, die wir jetzt ein wenig auflockern können. Da geht sicherlich noch mehr, aber für einen ersten Schritt reicht uns das. Und dann muss der Schüler sukzessive versuchen, Neubeschreibungen zu finden, um damit, das ist der dritte Schritt, Wissensbausteine zu identifizieren und zu lösen. Und das Ganze gucken wir uns jetzt an. Man könnte die Aufgabe also dahingehend ändern, dass wir eine alltagsnahe Situation haben. In einer in einer Wohnsiedlung fährt jemand mit 54 km pro Stunde und da tritt auf einmal ein Kind auf die Straße. Von mir aus rollt noch ein Ball davor auf die Straße. Er bremst sofort mit einer mittleren Bremsverzögerung von minus 4 Meter pro Sekunde zum Quadrat bis zum Stillstand ab. Und wir haben hier genügend Dekodierungsmöglichkeiten, um die physikalische Situation also zu vertiefen. Fangen wir an. Wir hatten uns eben die Einzelschritte angeschaut und der erste Schritt war das Umrechnen der Geschwindigkeit in Meter oder des Tempos in Meter pro Sekunde. Und hier ändere ich jetzt den ersten Aufgabenteil und sage, ja, zeigen Sie oder weisen Sie nach, dass Peter mit 15 Meter pro Sekunde fährt.
Erläutern Sie die Bedeutung des Vorzeichens der mittleren Bremsverzögerung, die ja im Text angegeben ist, und weisen Sie rechnerisch nach, dass das Auto nach 3,75 Sekunden zum Stillstand kommt. Das Schöne ist zum Beispiel an dieser dritten Aufgabenstellung, dass der Schüler im Prinzip diesen Weg hier auch rückwärts gehen könnte, beziehungsweise die 3,75 Sekunden in das TV-Gesetz einsetzen könnte und interpretieren könnte. Das heißt, wir lassen ihm quasi auch mehr Spielraum. Er kann die Wissensbausteine aufspüren und kann sich hier in die Problemstellung hineindenken. Jetzt möchten wir diese einzelnen Wissensbausteine noch stärker nutzen. Bleibt das Kind unbeschadet, also berechnen Sie dazu die Länge des Bremsweges. Also kommt es zu einem Unfall oder nicht? Und das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie also diese Wissensbausteine nach und nach identifizieren, erleichtern Sie sich selbst, aber auch den Schülern Vertiefungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man der Frage nachgehen, welchen Einfluss die Schrecksekunde hat auf diesen dargestellten Sachverhalt. Sie merken schon, jetzt weitet man das Ganze ein wenig auf, hinten raus, oder damit die Schüler eigenständig auch ja, größere Begründungszusammenhänge entwickeln müssen. Und ich habe zu guter Letzt eine Tabelle genommen, wo verschiedene ja, Verzögerungswerte angegeben sind. Und man könnte jetzt mal drei mögliche Gründe nennen, warum im Falle eines Unfalls dem Fahrer also eine Mitschuld gegeben werden könnte. Sie merken also, das Prinzip der sukzessiven Verfeinerung besteht darin, dass man für sich selbst erstmal eine Lösung entwickelt, also den Gesamtzusammenhang entwickelt und für sich formuliert, notiert und dann also wirklich Einzelschritte identifiziert und durch diese Neubeschreibung eigentlich dazu beiträgt, dass viel mehr Wissensbausteine noch identifiziert werden können. Ich würde das gerne an einem zweiten Beispiel zeigen. Auch das ist eine gängige Aufgabe, die man in Schulbüchern findet. Wir haben zwei Fahrzeuge. In einer Laborsituation könnten es Gleiter auf einer Fahrbahn sein und die prallen gegeneinander, frontal gegeneinander. Wir haben also einen zentralen, unelastischen Stoß. Die Daten sind hier alle angegeben, soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Ich habe auch hier wieder für mich eine Musterlösung, Modelllösung entwickelt, um das Ganze sukzessive zu verfeinern und Wissensbausteine zu identifizieren und aufspüren zu lassen. Ich habe das ganze Problem mit der Impulserhaltung gelöst und kann also sagen, wie sich das Gesamtsystem am Ende fortbewegt. Sie sehen, dass ich hier Teilschritte angegeben habe und die Frage ist, was macht man jetzt aus diesen Teilschritten? Und der erste Schritt war immer das Einkleiden in eine neue Situation und in einen ja, spannenderen Zusammenhang. Und hier habe ich mich bedient der Zeitschrift Unterricht Physik, wo also die Überschrift steht, 2x50 ist nicht 100. Da geht es natürlich auch noch um energetische Zusammenhänge. Wir sehen hier einen Frontalzusammenstoß. Und auch hier wieder mit einem einfacheren Einstieg zeigen Sie, dass 50 km pro Stunde etwa 13,9 Meter pro Sekunde sind. Begründen Sie, dass die Geschwindigkeiten unterschiedliche Vorzeichen haben müssen. Ja, beschreiben Sie, wie ein Unfall aussehen würde, wenn beide Autos dasselbe Vorzeichen bei der Geschwindigkeit hätten. Und begründen Sie, dass die verkeilten Autos nach dem Stoß genau auf der Stoßstelle verbleiben, sofern sie dieselbe Masse haben. Allgemein gilt für zwei Stoßpaare bei einem unelastischen Stoß U gleich, Sie wissen, was es damit auf sich hat, leiten Sie diesen Zusammenhang her und erklären Sie die Gleichung. Das heißt, jetzt müssen die Größen natürlich erläutert werden und das U muss natürlich interpretiert werden. Ne? Da bestimmen und interpretieren Sie damit die Geschwindigkeit U und zeigen Sie durch eine Rechnung, dass die gesamte kinetische Energie vor dem Stoß sowieso beträgt nach dem Stoß jedoch 0 Joule. Erläutern Sie, welche physikalische Bedeutung die Differenz der beiden Energiebeträge im Sachzusammenhang hat und so weiter und so weiter. Ich finde, es lässt sich immer eine Fülle an Ideen entwickeln, wie man also diese sukzessive Verfeinerung auf Aufgabenstellungen, aber auch auf, für Arbeitsblätter anwenden kann. Ich habe Ihnen also zwei Beispiele gezeigt. Den Zusammenstoß und den Bremsweg. Ich habe Ihnen auch Literatur abgelegt. Es geht zurück auf Herrn Näpfel,
der sich mit dieser sukzessiven Verfeinerung schon vor knapp 40 Jahren auseinandergesetzt hat, was im Fachleiterkreis in Nordrhein-Westfalen vorangetrieben wurde. Sie haben die Ziele des Prinzips gesehen, diese Neueinkleidung und dem Aufspüren von Wissensbausteinen, und die Merkmale haben sie auch aufgezeigt bekommen. Das Ganze lässt sich natürlich auch nutzen für Argumentationsaufgaben. Und da zeige ich Ihnen mal eine meiner alten Klausuren. Und da geht es also um die Kraftwirkung beim Auffahrunfall. Und hier ist ein Informationstext, welchen Einfluss das Anlegen eines Gurtes hat. Ich überspringe mal die ersten Aufgabenstellungen und komme dann zu diesem Part. Ne? In dem Artikel steht folgender Satz: Der Aufprall ist so stark, als habe eine 4 bis 5 Tonnen schwere Keule zugeschlagen. Das leuchtet Ihnen ein, da steckt natürlich eine Menge Physik hinter und eine Menge an Interpretationsmöglichkeiten. Und auch hier habe ich das Problem zergliedert in Teilschritte. Zeigen Sie, dass die auf den Beifahrer wirkende Bremskraft etwa 174.000 Newton beträgt. Beurteilen Sie den zitierten Satz hier oben. Und weiter liest man, wenn Ihr Kopf statt gegen das Armaturenbrett gegen den unnachgiebigeren Dachrahmen prallt, ist der Schlag noch viel stärker. Begründen Sie diesen Sachverhalt physikalisch. Also so, dass wirklich eine Anbahnung stattfindet, hin zu dem Satz, der halt in dem Infotext steht, dass der Dachrahmen nochmal eine ganz andere Auswirkung hat. Ähnliches kann man auch über die Sinnhaftigkeit des Anlegens eines Gurtes untersuchen. Auch hier ist wieder ein Zitat angegeben und Sie werden zusätzlich abgebremst, weil Sie von Anfang an mit dem Fahrzeug verbunden sind. Da hätte ich auch noch den letzten Satz mit aufnehmen können. Deshalb können Sie an der Verzögerung des Wagens teilnehmen und von der energieverzehrenden Knautschzone profitieren. Deswegen müssen Sicherheitsgurte angelegt werden. Wenn man das Ganze jetzt auf diese Aufgabenstellung bezieht, kann man also noch weitere Informationen hinzugeben und sagen, erläutern Sie, dass ein mit Gurt angeschnallter Beifahrer beim Auftrall einen Bremsweg von 75 cm hat. Erklären Sie, dass der Beifahrer nicht auf das Armaturenbrett prallt und berechnen Sie auf den angeschnallten Beifahrer wirkende Bremskraft. Beurteilen Sie physikalisch den zusätzlichen Einfluss eines Airbags. Ich hätte natürlich noch hier davor einbetten können. Beurteilen Sie die physikalische Sinnhaftigkeit des Anlegens eines Gurts, dass das nochmal in Worte gefasst wird. Und schon sehen Sie, dass ich also Teilschritte angeboten habe, die für den Prüfling leichter aufzuspüren sind und deren Lösungen leichter zu entwickeln sind, als wenn ich hier nur die Aufgabenstellung dahinter formuliert hätte. Formulieren Sie oder nehmen Sie begründet Stellung zu der Aussage, dass ein Gurt angelegt werden sollte. Wir sehen also, dass wir mit dem Prinzip der sukzessiven Verfeinerung unsere Aufgabenstellung viel genauer und viel besser zugeschnitten auf unsere Schüler formulieren können. Und wir nutzen natürlich für unsere Aufgabenstellung sowohl bei Klausuren, Übungsaufgaben als auch bei Arbeitsblättern unsere Operatoren. Die Operatorenliste habe ich Ihnen zur Verfügung gestellt, sodass Sie also auf eine Fülle an Operatoren zugreifen können und schauen können, welcher Operator erscheint mir hier geeignet, und können natürlich darüber auch steuern, inwiefern Sie das Ganze so aufbereiten, dass es für die Schüler zugänglicher ist. Das ist das Prinzip der sukzessiven Verfeinerung, dass Sie also ab sofort bei Aufgabenstellungen, also Übungsaufgaben, Rechenaufgaben, Klausuraufgaben, aber auch bei Begründungsargumentationsaufgaben nutzen können. Und natürlich sollen und können Sie das auch für die Gestaltung von Arbeitsblättern nutzen. Auch hier gilt natürlich wieder für Sie. Sie müssen die Lösung, die Modelllösung für sich entwickeln und müssen darüber hinaus dann schauen, welche Teilschritte sind in dieser Modelllösung enthalten und inwiefern können Sie diese Teilschritte transparent machen, damit die Schüler eigenständig die Wissensbausteine aufspüren und identifizieren, so wie wir es also hier bei den Merkmalen auch formuliert haben.